Herzlich willkommen zu Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Es begrüßt dich das Team My Dart Coach und wünscht dir viel Spaß mit dieser Folge von Behind the Board. Liebe Freunde des gepflegten Dartsports, wir melden uns zurück mit Behind the Board, dem My Dart Coach Spieler Podcast. Und heute, nachdem das letzte Mal leider ausfallen musste, melden wir uns nach einem Monat wieder zurück und haben hier gleich eine ganz, ganz wunderbare Besetzung mit am Start. Und zwar heute ist mit dabei Ricardo Pietreczko. Hallo. Moin. Ansonsten unser junger Bub aus dem Team, Luis Jansen. Hi. Hi. Dann Development-Tour-Monster Jonas Aplowski. Hi. Und aus dem Urlaub oder schon wieder zu Hause? Hallo Felix Knappe. Hallo, ich grüße euch, ich bin wieder zu Hause. Sehr gut. Gleich im Podcast, das ist ja schön heimisch hier. Bevor wir in die Folge reinstarten, in knapp 3 Wochen oder gut 3 Wochen findet die My Dart Coach Championship statt. Alle Stimmen aus diesem Podcast werden dort vertreten sein. Momentan sind 230 von 256 Plätzen belegt. Jeder, der sich jetzt noch einen Platz sichern möchte, kann dies tun, sollte schnell sein und kann sich dann dort mit den besten Stimmen aus diesem Podcast messen. Wir starten mal rein. Heute an diesem heißen Tag mit einer kleinen Schätzfrage, weil ich weiß, wie gerne und gut ihr alle schätzen könnt. Und zwar geht es mit der Schätzfrage darum, wie viele Darts habt ihr in eurem Leben schon geworfen? Ich werde euch mal ganz kurz meine Einschätzung und Rechnung geben, wie ich auf meinen Wert komme. Und in der Zeit könnt ihr euch ein bisschen überlegen, wie viele Darts ihr schon geworfen habt. Also ich habe gedacht, so zeittechnisch im Spiel werfe ich alle 15 Sekunden ungefähr 3 Darts. Das sind 12 Darts die Minute. Und im Training so sagen wir mal alle 10 Sekunden 3 Darts. Das wären 18 Darts die Minute. Und in den letzten 4 Jahren habe ich circa, würde ich jetzt mal schätzen, grob gepeilt 1100 Stunden trainiert und 200 Stunden auf Turnieren verbracht. Also mit dem Training ist das ungefähr 1 Stunde pro Tag über 3 von 4 Jahren. Und dann kam ich am Ende auf 1.332.000 Darts. Ich sehe Ricardo schon poetisch in die Ecke des Raumes blicken, Luis ganz fassungslos vor sich hinschauen und Felix am Handy rumrechnen. Jetzt hätte ich von euch tatsächlich gerne mal eine Einschätzung, was ihr ganz grob schätzt, wie viel Darts ihr schon geschmissen habt. Und wir beginnen mal mit dir, Jonas. Was schätzt du? Wie viele Darts hast du schon geschmissen zur Orientierung? Ich kam bei mir auf 1.332.000. Ja, dann sage ich 1,5 Millionen. 1,5 Millionen, okay. Luis, was glaubst du? Ich glaube, bei mir ist noch unter 1 Million. Unter 1 Million, sagt er. Gut, du spielst von uns allen am kürzesten Stand jetzt. Felix, du bist der Älteste hier in der Runde. Sag an, was schätzt du? Ich sag 4 Millionen. 4 Millionen? Ja. Das ist schon mal eine starke Zahl. Seit wann spielst du Dart? Seit circa 8 Jahren, aber nicht so, also nicht so intensiv wie jetzt, aber seit 8 Jahren habe ich auf jeden Fall schon Pfeile in der Hand. Okay. Und nun kommen wir zu dem Mann, wo ich glaube, dass er diese Zahl nochmal ganz krass in den Schatten stellen wird. Ricardo, du spielst, seitdem du 12 bist, habe ich das richtig im Kopf? Fast andersrum, seitdem ich 15 bin, seit 12 Jahren. Ah, okay, seitdem du 15 bist, ja, so rum. Okay, jetzt könnte man sich da natürlich rausrechnen, wie alt du bist. Ricardo, was schätzt du, wie viel Darts hast du in deinem Leben schon geschmissen? Also dadurch, dass ich auch in der Corona-Zeit sehr, wirklich extrem viel online gespielt habe, und davor halt auch nicht wirklich wenig gespielt habe, würde ich bei mir sogar fast an die 20 Millionen gehen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall realistisch, aber das ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Wenn es nicht vielleicht sogar noch da drüber ist, aber tja. Ja. Wieso hast du nicht mitgezählt? Mir ist der Timer irgendwie oder mein Klackgerät irgendwie kaputt gegangen. Okay. Starten wir mal rein mit einem kleinen Rückblick in das, was in dem letzten Monat so passiert ist. Ich würde mal sagen,
das Ereignis, wo wir alle so stolz drauf sind, was abgeliefert wurde. Ricardo, du hast ein richtig schönes Wochenende oder langes Wochenende auf der Pro Tour gespielt. Felix ist schon mit der Gestik am Klatschen, aber das war richtig gut, Ricardo. Jo, das war auch das erste Wochenende, wo ich mich auch wirklich richtig gut gefühlt habe und da haben, glaube ich, die Ergebnisse auch für sich gesprochen. Ich glaube, das hat man bis auf den letzten Tag bin ich ja immer in Runde 2 mindestens gekommen. So einmal sogar Runde 3. Gut, am letzten Tag gegen Johnny Clayton, das kann man verlieren, muss man aber allerdings nicht. Ja, also sehr, sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sticht natürlich einfach raus und man hat einfach gesehen, glaube ich, dass es dir Spaß gemacht und dass du da angekommen bist. Ich sag mal, wenn wir da jetzt nochmal chronologisch beginnen, Players Championship 18, ja, gewinnst du ein starkes Spiel gegen Gavlas, muss man so sagen. Ich sag mal, wer das jetzt nicht verfolgt hat, Gavlas hat Anwurf bis zum 4-4, bringt, glaube ich, jeder sein eigenes durch. Auf jeden Fall steht es dann 4-4, er hat Anwurf, stellt sich schon auf ein Doppel oder auf jeden Fall sehr tief in den Checkout-Bereich rein und du nimmst ihm die 144 um die Ohren und bringst dann dein eigenes durch. Das war schon ein richtig starkes Spiel. Da haben wir bei uns in der Teamgruppe das auch schon ganz schön abgefeiert und ich glaube, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Sieg für dich, um in das lange Wochenende reinzustarten. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt allerdings. Gerade die 144, die waren sehr, sehr wichtig und dann im nächsten mit meinem Anwurf dann gleich mit 180 starten, das war ein sehr wichtiger Moment auf jeden Fall. Das war richtig stark. Ja. 144 ganz kurz über die 18 oder die 20? 18. Über die 18. Sehr, sehr schön. Triple 18, Triple 18, Doppel 18. Sehr schönes Finish. Genau. Und dann in der nächsten Runde ein Spiel, über das wir mal kurz sprechen müssen. Du gehst 6-5 gegen Rasma raus, gegen Madas Rasma, nachdem du 5-1 geführt hast. Dein Kommentar nach diesem Spiel war, er hat sich nicht unbedingt beliebt gemacht mit diesem Spiel. Ricardo, geh nochmal ganz kurz auf diese Aussage ein, in ein, zwei Sätzen. Ah ja, ich glaube, jeder kennt einen Rasma inzwischen. Seine, ich sag mal, nicht so feine Art, sage ich jetzt mal. Bis zum 5-1 war eigentlich alles in Ordnung. Da bin ich dann nach hinten gegangen. Er stand schon am Okay, hat sich schon bereit gemacht. Alles schön und gut. Wo ich dann den Dart zum 5-1 reingemacht habe, hat er wieder mit seinem Spielchen begonnen. Mit dem, ganz hinten rechts stehen bleiben, so dass ich gar nicht vorbeikomme und so alles Mögliche. Und ja, man muss auch sagen, er hat danach wirklich sehr, sehr stark gespielt. Ich glaube, ein Leck über 15 Darts war es noch und sonst alles 15 und niedriger. Also, wo man auch sagen kann, okay, gut, ich brauche halt eigentlich einen 12er oder einen 15er, damit ich das Spiel gewinne. Passiert mir halt auch ab und zu mal, aber in der Situation halt leider nicht. Ich glaube, ich hatte keinen einzigen Dart mehr auf Doppel, wenn mich nicht alles täuscht. Und doch hatte ich tatsächlich noch. Fällt mir gerade auf. Ich glaube, zum 6-4 war es. Hatte ich, glaube ich, noch ein oder zwei Darts auf Doppel. Also ich muss sagen, ich sag mal rein zahlentechnisch, was man so beobachtet hat, hat er natürlich einfach wahnsinnig gut aufgespielt. Das war auf einmal ein ganz anderer Madas Rasma. Und ich sag mal dann, als es 5-5 steht, er bei eigenem Anwurf, startet er da mit 6 perfekten Darts rein, da machst du halt relativ wenig. Aber was halt so noch an kleinen Psychospielchen dann halt abgeht, das kriegt man halt vorm Bildschirm zahlentechnisch nicht mit. Ne? Genau, so schaut's aus. Ja. Da muss man schon live dabei sein, um sowas mitzubekommen. Ja, dann ging's rein in den nächsten Tag, Players Championship 19. Du gewinnst die erste Runde gegen Kevin Burness mit 6-3, gehst dann in einem trotzdem guten Spiel mit 6-3 gegen Brian Rahman raus. Da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen, auch geschuldet dem Fakt, dass du im Average eigentlich 4 Punkte mehr spielst. Er spielt dann 89,5, du 93,5. Woran lag es, dass das Spiel in seine Richtung ging? Er hat einfach sehr konstant im richtigen Moment gecheckt, oder? Ja, sein Timing war halt einfach gut. Wenn ich meine Legs gecheckt habe, war der noch bei, weiß ich nicht, bei 200 oder so. Und seine Aufschläge hat er halt immer gut durchgebracht und hat halt einen Break gebraucht und das hat er halt gemacht. Dann ging es in den nächsten Tag rein, Players Championship 20 am Samstag. Erste Runde 6-1 gegen Martin Lugman, einer der Spieler oder der besten Newcomer im Moment. In der zweiten Runde 6-4 gegen Ross Montgomery, den BDO-Zuschauern auf jeden Fall absolut ein Begriff. Und dann letzte 32, dritte Runde,
ein deutsches Duell gegen Martin Schindler. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Ja, man muss dazu sagen, es war ja mein erstes Mal dritte Runde beim Player Championship und dann auch gleich ein deutsches Duell, mein erstes deutsches Duell. Ich habe ja davor noch nie gegen einen Deutschen auf der Tour gespielt. Und ja, ich war in der zweiten Runde, war ich schon ziemlich nervös, muss ich ehrlich sagen, weil ich halt wirklich im Hinterkopf hatte, oh, könnte in die dritte Runde kommen. Das Spiel ist gar nicht mal so gut, aber ich könnte in die dritte Runde kommen. Hast du ja gemacht. Ja, und dann halt, naja, dritte Runde, Boardfinale, das erste Mal, habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass das gestreamt wird. Ich war an dem Wochenende nicht einmal im Stream. Ja, fand ich auch schade. Und ich habe gerade gedacht, weil Martin halt bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht im Stream gespielt hat, habe ich vielleicht gedacht, deutsches Duell könnte vielleicht den einen oder anderen interessieren. Da war die PDC wohl anderer Meinung. Ja, leider. Und ja, fand ich auch. Aber naja, gut, war ja doch, glaube ich, gar nicht schlechtes Spiel. Ich glaube, ich habe 88 gespielt, er glaube ich 95 oder so. 96 sogar, knapp. War 96, 95, ja. 9, ja. Ja, und ja, ein bisschen nervös war ich auf jeden Fall, weil, naja, erstes deutsches Duell, erste Mal dritte Runde, da kamen viele erste Male sehr, sehr plötzlich auf mich zu. Ja. Dann abschließend mit dem Sonntag. Ja, erste Runde, Johnny Clayton. Es gibt einfachere Lose, aber ich sag mal, du warst nicht chancenlos. Du spielst knapp 96, er spielt 96,5, du verlierst 6-3. Woran lag es, dass du dieses Spiel nicht gemacht hast? Weil ich sag mal, mit dem Johnny Clayton hast du dich ja schon ein kleines bisschen angefreundet oder verstehst du dich ganz gut im Spiel, da ihr von eurer Art und Weise ans Spiel ranzugehen relativ gut zusammenpasst? Man muss sagen, ich mag Johnny Clayton sehr, sehr gerne, weil das halt einfach so ein sympathischer Kerl ist, hat man auch im Spiel wieder gemerkt. Auch bei meinem ersten Spiel gegen ihn, genialer Typ. Ja, und jetzt in dem Spiel war halt so, dass ich mit dem Break zum 3-2 tatsächlich schon geführt habe. Und dann meint er auf einmal einen 12er zu spielen zum 3-3, macht dann im nächsten Leck 135 aus, wo ich glaube ich schon auf Doppelt, glaube ich, stehe oder im Zweitart-Finish-Bereich. Ja, und dann stand es auf einmal 4-3 für ihn, dann hatte ich noch Chancen auf das 4-4, glaube ich war es, hatte ich drei Darts auf Tops Doppel 10 und Doppel 5. Die habe ich alle drei leider nicht genutzt und dann ist er leider von dannen gezogen. Ja, wie man das halt so macht als Top-Spieler. Ja. Aber ich sag mal, am Ende des Wochenendes steht da ein Durchschnittsaverage von 91,43 Punkten. Sowohl Average-technisch als auch Preisgeld-technisch hat sich das richtig gelohnt. Man hat gemerkt, dass du da angekommen bist. Felix, wie würdest du in deiner Weisheit des Alters Ricardos gutes Wochenende nochmal in drei Sätzen zusammenfassen? In drei Sätzen? Also, keine Ahnung, ich zähle jetzt mal nicht mit, aber ich habe das ja auch extrem verfolgt, hatte da ein bisschen Rücksprache auch mit Micha gehalten über WhatsApp. Also ich muss sagen, auf jeden Fall eine richtige Steigerung, gerade zum Anfang, was man da so gesehen hat. Man merkt einfach, dass er jetzt mittlerweile da angekommen ist. Diese, ja, wie nennt man das? Am Anfang wahrscheinlich auch alles doch für ihn ungewohnt, wenn mit einmal halt so ein Peter Wright sich neben ihn stellt und sich warm wirft oder so ein James Wade. Und mittlerweile ist es für ihn jetzt auch einfach eine Routine geworden. Und ich finde, das hat man jetzt an dem Wochenende auch einfach gemerkt, dass er sich da wohlgefühlt hat. Und es war ja auch nicht so, also zumindest kann ich mich jetzt nicht an ein Spiel erinnern, wo man sagen kann, gut, da war er jetzt chancenlos. Ne? Also der hätte eigentlich unter Umständen jedes Spiel da gewinnen können mit einem bisschen Glück. Am Ende hatte er dann aber auch Gegner, wie zum Beispiel Johnny Clayton, die dann einfach in gewissen Situationen einfach noch so bockstark sind, dass sie dann halt auch einfach ihn dann die 135 rausnehmen, wenn er noch beim Doppel steht. Aber ansonsten hat er da ja trotzdem eine richtig gute Leistung abgeliefert. Ja, man muss aber halt auch sehen, dass zum Beispiel gerade am Anfang des Jahres so ein Peter Wright halt auch etwas nervöser war oder sowas, weil sich dann halt plötzlich auch so ein Ricardo Pietreczko da am Nebenbord warm geworfen hat. Ne? Dann geht bei dem natürlich auch ganz schön die Pumpe. Ja, die Pumpe. So, jetzt haben wir auf jeden Fall sehr breit und ausführlich über Ricardos Leistung bei dem Players Championship gesprochen, was aber an dieser Stelle definitiv zu würdigen war. Und Ricardo, ich würde sagen, du nimmst einfach das Positive davon mit. Wenn es dann weitergeht, Anfang August, in 2 Wochen, glaube ich, um den Dreh. Jonas,
erzähl uns doch mal von dir. Was hast du so gespielt innerhalb des letzten Monats? Da stand auch was Großes an. Da hast du auch nicht schlecht abgeschnitten. Nimm uns mal mit rein. Ich weiß gerade gar nicht genau, was du meinst, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so viel gespielt. Nur stimmt wieder die Phoenix-Liga. Auf die wollte ich abzielen. Genau. Ja, war ganz gut. Also da stand halt die zweite Hälfte des Hinspiels an. Genau, Hinrunde. Mit Gegnern wie halt Franz zum Beispiel. Rötsch an der Stelle. Genau, Franz Rötsch. Ja, also alles in allem war das halt relativ schwankend. Ich hatte, würde ich sagen, zwei sehr gute Spiele. Auch gegen Fabian Stütz, der ja auch ganz, also sehr gut ist, im Stream auch gewonnen. Ja, und gegen Franz habe ich halt unentschieden gespielt, aber eigentlich nur wegen seinen Fehlern. Aber trotzdem, am Ende steht da halt ein Unentschieden, ein 6-6 gegen Franz Rötsch, und damit musst du dich auf jeden Fall nicht schämen. Erklär uns doch noch einmal ganz kurz ein bisschen ein paar Namen. Wer ist bei dieser Liga mit dabei? Und ich sag mal, wie viele Teilnehmer gibt es und auf welchem Platz stehst du jetzt, nachdem die Hinrunde abgeschlossen ist? Ja, Teilnehmer sind halt viele Bundesligaspieler aus dem südlichen Deutschland. Ja, Ben Behnke, auch bekannt aus den Videos vom Robstar. Dann Franz Rötsch, Marcel Gerdon hat leider abgesagt. Ja, genau. Und da stehe ich dann jetzt derzeit, ich glaube, auf Platz 4 von 16. Wie gesagt, Marcel unter anderem ist rausgegangen, also es sind jetzt vielleicht noch 14, 15 aktive Spieler, aber ja, 12 qualifizieren sich für das Endturnier halt. 4 davon sind gesetzt für eine Runde weiter. Und ja, da geht es halt um Q-School-Ticket, also alles, was man bei der Q-School halt braucht. Sprit, Hotel, Anmeldegebühr. Ja, mal schauen, was da geht. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall ins Finale kommen. Und ja, bin ich gespannt. Ja, sehr, sehr starke Leistung auf jeden Fall. Ich sag mal, bei den Namen, die du jetzt genannt hast und sich dann nach der Hinrunde nach, ich sag mal, 15 Spielen, gut Abzug, vielleicht wenn jemand gequittet ist, 14 Spiele auf Platz 4 einzufinden, das ist auf jeden Fall schon eine ganz starke Leistung, eine sehr solide Entwicklung. Luis, innerhalb des letzten Monats ist auch bei dir etwas passiert. Du bist jetzt einem Verein beigetreten und hast auch ein paar Darts geschmissen. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, das stimmt. Ich spiele jetzt nächste Saison für Düsseldorf in der ersten Liga in NRW. Dann spiele ich unter anderem gegen Niklas und sowas. Mhm. Ja, und am Wochenende stand jetzt in Düsseldorf auch zwei Turniere an. Freitags ein Doppelturnier und samstags dann das Einzel. Das Doppelturnier war ganz gut. Da waren auch starke Leute wie Patrick Plötz und viele Bundesligaspieler aus dem Norden, Bremen, Hamburg, sowas. Da bin ich dann mit meinem Doppelpartner Neunter geworden. Von, glaube ich, 45 Doppeln. Und beim Einzel lief es nicht so ganz gut. Bin in der Gruppe nur Vierter geworden und war dann im B-Pool, aber habe mich dann im B-Pool bis ins Finale gekämpft und das dann verloren. Also wurde ich Zweiter im B-Pool. Trotzdem eine ganz solide Leistung. Ja. Felix. Okay. Du warst die letzten Wochen nicht so besonders aktiv bei Turnieren und hast auch die Challenge-Tour in Niedernhausen ausgelassen. Dafür hast du ein bisschen Urlaub gemacht. Dann erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen letzten Wochen. Ja, genau. Ja, ich habe ein bisschen Pause gemacht, einfach um neue Motivation zu tanken. Jetzt mittlerweile habe ich wieder richtig Bock. Wie gesagt, ich war ein bisschen im Urlaub mit der Familie. Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ein bisschen Urlaub habe ich aber noch. Nächste Woche wollen wir dann auch nochmal wegfahren. Wir sind uns aber tatsächlich noch gar nicht so richtig einig, wohin. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal losdüsen. Dann nochmal ein bisschen zu tanken. Und dann im August, da stehen ja dann für mich auch zwei Turniere an. Einmal der My Dart Coach Championship.
Und dann ja nochmal Ende August bin ich ja dann nochmal beim Northern Darts Turnier. Das ist ja das größte Turnier hier in Mecklenburg-Vorpommern. Da wurde ich ja für gelost. Genau, und die beiden Sachen, die stehen auf jeden Fall erstmal an. Aufgrund dessen, weil ich jetzt davor halt auch viel Pause gemacht habe, habe ich dann mich natürlich gegen die Challenge Tour entschieden, weil das für mich einfach wenig Sinn gehabt hätte, da ohne Vorbereitung da irgendwie bei so einem Niveau da mitzuspielen. Dementsprechend jetzt der Fokus auf August und dann greifen wir wieder neu an. Ja, hört sich doch ganz gut an. Ich sag mal, so eine Ruhephase zum Auftanken braucht, glaube ich, jeder mal irgendwann im Jahr. Das sieht man ja auch gerade bei den Profis jetzt. Das wäre ein anderes Thema, drüber zu diskutieren, wie voll der Turnierkalender eigentlich ist. Was nicht so voll ist, ist für die weibliche Besetzung im Dartsport, und zwar die Women's Series ist soweit abgeschlossen und die Teilnehmerinnen für das Women's World Matchplay stehen fest. Ich sag mal so, wenn ich auf die Top 8 schaue, die sich da qualifiziert haben, dann war das relativ absehbar, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, abgesehen davon, dass Mikuru Suzuki nicht mit dabei ist, die irgendwo ein bisschen weiter hinten ist. Hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht, dass sie so weit abfällt, aber ich glaube, sie hat auch nicht alle Events gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber genau. Und jetzt momentan das World Matchplay der Herren. Da gibt es auch ein paar Punkte, über die wir mal kurz sprechen können. Roby John spielt momentan die Darts seines Lebens oder auf jeden Fall die besten Darts, die er je gespielt hat. Man weiß ja nicht, was er noch im Tank hat, aber was glaubt ihr, wo kommt das auf einmal her, dass er jetzt auf einmal so gute Darts abliefern kann? Ja, also dann fange ich mal an. Ich habe das auch ein bisschen beobachtet. Also bei ihm finde ich das extrem krass. Im Gegensatz zu vorher, ich glaube, der hat sich mittlerweile einfach auf der Bühne gefunden. Der fühlt sich da jetzt pudelwohl. Das hat man ja auch schon gemerkt beim World Cup. Wenn ich das jetzt nicht verwechsel, aber ich glaube, da ging es ja schon los. Und dann danach in Trier das Wochenende, da ist er ja richtig angekommen. Ne? Also da hat er ja teilweise auch, bevor er die 180 geschmissen hat, mit dem Publikum richtig gespielt und die Dinger dann trotzdem da versenkt. Also der fühlt sich da richtig wohl und das hat man ja jetzt auch gestern auch wieder gesehen beim World Match Play. Ich meine, das hat er zwar verloren, aber der hat ja trotzdem mit seiner Mimik und Gestik da, der fühlt sich einfach da mittlerweile pudelwohl, glaube ich, und kann da einfach auch das spielen, was er halt auch hinter der Bühne spielen kann. Ja, ansonsten, über wen wir auf jeden Fall nochmal sprechen sollten, ist Adrian Lewis, der so ein kleines bisschen wieder zurückgefunden hat, der ja Players Championship Event 20 gewonnen hat, gegen den Überraschungsfinalteilnehmer 2022 Boris Koltsov. Was mich noch mehr überrascht hat als Andrew Gilding oder Danny Jansen. Aber Lewis da eigentlich mit einem starken Tag gewinnt das Finale auch mit 103, mit 8-4. Und dann habe ich schon in Social Media so ein bisschen gelesen und gehört, Adrian Lewis kommt wieder zurück und zu alter Stärke und was das für eine Bereicherung ist, wenn der jetzt wieder zurückfinden würde. Und dann wird ihm sein Momentum genommen und geht er in einem eigentlich, ich sag mal, in Anführungsstrichen schlechten Spiel oder mit einer schlechteren Leistung direkt in der ersten Runde beim World Matchplay wieder raus. Jonas, was sagst du zu der ganzen Situation um Adrian Lewis im Moment? Kommt der wieder jetzt langsam zurück zu alter Stärke oder war das jetzt mal wieder so ein Aufblitzen, ein guter Tag, aber mehr auch nicht? Ja, also ich würde das so einschätzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, aber vor ein, zwei Jahren hat er auch wieder einen Players Championship gewonnen und jetzt auch, ich sag mal, so ein Players Championship Sieg kommt dann auch mal wieder vor, aber ich glaube, so komplett zurück wird der auch nicht kommen, also das hat man ja jetzt auch gesehen. Ich denke mal, das liegt auch nicht daran, dass der da jetzt überhyped wurde oder so, aber das ist einfach sein Ding so. Er ist, glaube ich, nicht mehr auf dem Level, vielleicht auch wegen Trainingsfaulheit, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es wieder ein komplettes Comeback wird. Ja. Ansonsten, Luke Humphreys, der Mann der Stunde vielleicht, erste Runde raus gegen Nathan Aspinall. Nathan Aspinall steht jetzt auch schon im Viertelfinale. Ein Mann, der wirklich stark gespielt hat und jetzt langsam wieder zurückkommt. Und ich glaube, da hätten wir alle Bock drauf, Nathan Aspinall mal wieder richtig gute Darts ins Board werfen zu sehen, wie er das jetzt momentan macht. Ansonsten, Price siegt knapp über Schindler, der allerdings stark gespielt hat und da nicht chancenlos war. D'Souza gegen Clemens. Ricardo, hast du das schon mal gesehen, dass der Matchdart rausgebounced ist? Also ich habe es schon häufiger natürlich gesehen, wenn Darts rausbouncen, aber beim Matchdart
Das ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass der Match dann rausgefallen ist, ja, aber kommt wirklich eher selten vor, gerade eigentlich nur, wenn man halt zweimal ziemlich auf das gleiche Board, auf das gleiche Feld wirft, halt wie zum Beispiel bei der 100, die zweimal Tops. Dann kann das schon mal passieren, aber eigentlich ist das ja nicht die Regel. Es ist wirklich schon wirklich eine Seltenheit. Gut, dass dir das schon passiert ist, glaube ich dir. Ich glaube, das müsste bei dir Dart Nummer 16.798.312. Der Dart müsste das gewesen sein, ne? Könnte hinhauen, ja. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ansonsten, Gary Anderson, weiter nicht stark, geht in der ersten Runde gegen Daryl Gurney raus. Luis, was sagst du zu dieser Entwicklung zu Gary Anderson? Haben wir ja auch schon häufiger hier im Podcast drüber gesprochen, aber die Leistung ist einfach nicht da. Und wenn jetzt die WM kommt, dann könnte der im Ranking richtig abfallen, weil er dort eine Finalteilnahme zu verteidigen hat. Ja, wir haben ja schon gemunkelt, wann er aufhört. Ich glaube, oder ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber der hat ja auch mal, oder der lässt ja auch öfters mal was aus von den Turnieren. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn er die mal alle konstant mitnehmen würde, vielleicht fehlt ihm Matchpraxis, ich weiß es nicht. Aber es wird ja immer gemunkelt, dass er aufhört oder aufhören will und keine Lust mehr hat. Vielleicht liegt es auch einfach daran, weil er selbst merkt, es bringt nichts, sage ich mal. Ich finde es aber trotzdem schwierig zu sagen. Also ich habe hier jetzt gerade mal über Darts Rankings die Preisgeldverteilung von Gary Anderson offen und das ist tatsächlich relativ interessant, dort mal reinzuschauen. Also er steht momentan bei 418.000 Pfund. Preisgeld ist somit, glaube ich, die Nummer 8 der Welt im Moment. 200.000 Pfund kommen von der Weltmeisterschaft 2021, wo er ein Finale zu verteidigen hat. 100.000 Pfund kommen von der letzten Weltmeisterschaft, wo er ein Halbfinale gespielt hat. Wenn die beiden rausfallen, also er die nächsten beiden WMs, ein Finale und ein Halbfinale nicht verteidigen kann, dann stehen da noch knapp 100.000 Pfund und jeweils so 10.000, 15.000, 16.000 über die anderen Majors, über den Grand Prix, das World Match Play, den Grand Slam und die Players Championship Finals. Wenn der die WMs nicht verteidigen kann, dann muss er wirklich aufpassen, nicht bald aus den Top 64 rauszufallen. Wenn da jetzt zweimal eine erste oder zweite Runde rauskommt, wo er rausgeht, dann ist er aus den Top 32 raus, dann ist er nicht mehr bei den Majors dabei, kann das nicht mehr verteidigen und ist dann auch ganz schnell wieder dabei draußen. Also das steht und fällt wirklich alles mit der WM, weil er hier, keine Ahnung, über 72% seines Preisgeldes nur über die WM zu verteidigen hat, ne? Also das ist schon, sind schon wirklich ganz nerdige, aber auch interessante Statistiken, da mal reinzuschauen. Dann wollen wir heute aber dennoch mal zum Thema des heutigen Podcasts kommen, wo wir nochmal so ein kleines bisschen drüber quatschen wollen. Und zwar geht es heute so ein bisschen um Taktik und Matchplan. Hilfreich oder unnötig? Jonas, jetzt mal ganz im Allgemeinen gesprochen, ohne die Distanz oder irgendwas zu berücksichtigen. Wie gehst du ein einzelnes Spiel oder ein gesamtes Turnier an? Ich hatte bisher, habe ich mir kaum Gedanken über Matchplan gemacht. Ja, ich will alle Legs gewinnen. Du möchtest alle Legs gewinnen, also möglichst schnell durchkommen, also ja, möglichst schnell Fall. Zum Sieg? Ja. Okay, und ein Turnier, wie gehst du ein gesamtes Turnier an? Was ist da deine Einstellung, wenn du siehst, ich habe jetzt morgen ein Turnierchen? Abgesehen davon, dass du dir denkst, meine Güte, das wird echt warm. Aber wie gehst du dieses Turnierchen an? Was denkst du dir dabei als erstes? Ja, ich fahre hin, schau, wer da ist. Was dann vielleicht nicht so schlau ist, aber man malt sich ja irgendwo Chancen aus oder halt auch nicht. Und ja, dann will ich halt auch eigentlich gewinnen. Also ich hab mir bisher nicht so einen Plan gemacht. Okay. Ja. Felix, was unterscheidet von Taktik und Matchplan her, von diesem Aspekt, was unterscheidet ein Best-of-5-Match von einem Best-of-11-Match oder von einem Satz-Match, wie es bei der WM der Fall ist? Ja gut, ganz grob gesagt, was ist der Unterschied? Das ist einfach eine längere Distanz. Ich muss halt das, was ich da ans Board bringe, einfach konstant über eine längere Distanz
halten können, ne? Ansonsten bringt mir das nichts. Wenn ich die ersten 5 Minuten gut spiele, dann sieht es in den ersten 5 Minuten vielleicht ganz gut aus für mich. Das kann sich dann aber in den nächsten 5 Minuten wieder ganz schnell ändern. Und dann stehe ich damit einmal schlecht da und mein Gegner wieder gut. Das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Ich muss halt einfach mir vorher im Klaren sein, dass ich da die Leistung wirklich über das gesamte Match bringen muss. Ich meine, es gibt natürlich, das ist immer so ein Für und Wider. Ich meine, ich hasse eigentlich auch kurze Distanzen. Wenn ich jetzt beim Best of Five drüber nachdenke, gerade in vielen Gruppenspielen, ist das ja immer so diese Distanz Best of Five. Ich meine, wenn ich da nicht sofort drinne bin, habe ich auch nicht wirklich nochmal eine Chance, nochmal zurückzukommen, weil dann ist das Match halt ganz schnell vorbei. Bei so einem Satzmodus, das sieht man ja auch ganz oft bei der WM, wie oft haben schon irgendwelche Leute Matchstart vergeben und am Ende haben sie das Spiel aber noch verloren, obwohl sie vielleicht sogar 2 Sätze Vorsprung hatten. Ja, aber bei diesem Satzmodus, da kannst du halt Matchstarts haben und dann bist du wirklich wieder Matchstarts hast. Musst du ja erstmal wieder 2 Legs gewinnen. Ja, bis du dann im dritten Leg für den Satz quasi dann wieder Matchstarts hast. Schwierig. Ricardo, wir konkretisieren das Beispiel jetzt mal ein kleines bisschen. Also wir stellen uns ein Best of 11 Leg Match vor auf der Pro Tour, wo du weißt, du kannst es quasi nicht von vorne wegspielen und versuchst einfach nur möglichst schnell 6 Legs durchzuspielen im besten Fall, wie wenn du jetzt gegen mich spielen würdest oder gegen jegliches andere Kanonenfutter für dich, sondern du spielst jetzt auf der Pro Tour und spielst ein Best of 11 Leg Match. Wie gehst du das an? Versuchst du wirklich zu sagen, ich möchte da jetzt möglichst schnell durch oder sagst du, wie ich teile mir meine Kräfte ein bisschen ein, einen guten Start zu erwischen, um dann am Ende nochmal hinterherzukommen? Oder sagst du, ich möchte am Anfang, dass es möglichst quasi ausgeglichen ist, man im Gleichschritt geht, jeder bringt seins durch und dann am Ende zünde ich nochmal den Turbo? Oder wie gehst du das mental an? Ja, mental gehe ich das so an, dass ich halt versuche, jedes Leg zu gewinnen. Egal, ob mein Gegner Anwurf hat oder ich Anwurf habe oder keine Ahnung, also ich versuche immer, jedes Leg zu gewinnen. Auch wenn mein Gegner mit 140, 140, 140 anfängt, dann auf 81 Rest steht nach 9 Darts, muss ich halt besser spielen. Dann muss ich halt, keine Ahnung, 9er oder 12er spielen. Versuche ich trotzdem, das Leg zu gewinnen. Und wenn er das Leg gewinnt, dann mache ich das nächste wieder im nächsten Leg. Ob ich dann nun Anwurf habe oder er, das ist mir relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Weil am Ende will ich jedes Spiel eigentlich 6-0 gewinnen. Klappt natürlich nicht immer, ist klar. Aber ja. Und wenn wir das Ganze jetzt mal auf einen Turniertag erweitern, also angenommen, du hast ein gesamtes Turnier vor dir, wie gehst du, also jetzt nicht unbedingt auf der Pro Tour, die sind ja für dich auch jetzt meistens, also ist, ohne dass das jetzt dispektierlich klingt, sind ja meistens schon etwas schneller vorbei, also da spielst du jetzt keine 7 Stunden bis zum Ende, aber wenn du jetzt auf dem lokalen Turnier bist, wo du weißt, dass das geht jetzt, ich sag mal, knappe 10 Stunden, wenn's lang geht, wie teilst du dir dann deine Kräfte ein? Sagst du jetzt wirklich einfach nur Spiel für Spiel oder sagst du jetzt mal, jetzt ist auch mal ein Spiel, wo ich sage, jetzt kann ich mal ein bisschen Kräfte schonen, das spiel jetzt nicht so gut und dann dafür kommt die Konzentration dann im Finale wieder oder wie teilst du dir das ein? Ja, das ist eine gute Frage, darüber habe ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht. Weil, wie gesagt, ich will halt wirklich, wenn es geht, wirklich jedes Spiel bzw. jedes Leck halt gewinnen. Gerade beim E-Dart kennt man das ja, so ein Best of Three, keine Ahnung, das ist halt mal schnell verloren. Gerade wenn man auch in der E-Dart-Szene sich ein bisschen auskennt, gibt es ja auch öfters mal 301 Master-Out-Turniere. Die ich auch eigentlich sehr, sehr mag, muss ich ehrlich sagen. Weil die halt so schnell vorbei sind und da wirklich alles passieren kann eigentlich. Und ja, da versuche ich halt auch immer mein Bestes, egal gegen wen ich spiele, egal welche Runde, versuche ich immer mein Bestes zu geben und versuche jedes Spiel auch bei einem Best of Three zum Beispiel auch 2-0 zu gewinnen. Luis, würdest du da mitgehen, dass du das quasi ähnlich machst, dass du sagst, ich möchte jedes Leck gewinnen, oder würdest du eher sagen, du teilst dir deine Kräfte und die Mentalität ein bisschen ein? Ich sag mal, sagen wir mal, fiktives Szenario für dich auf der Development Tour. Du führst 3-2 gegen einen Gegner, der vielleicht ein bisschen stärker ist als du. Und dein Gegner hat Anwurf, das heißt, du hättest quasi im Decider dann Anwurf. Würdest du sagen, ich lege alles rein, jetzt dieses Leck zu gewinnen,
wenn er Anruf hat, um 4-2 draus zu machen? Oder sagst du, jetzt kann ich mich vielleicht doch mal einlecken, ein kleines bisschen schonen und dann versuche ich es lieber mit eingeteilten Kräften im nächsten Leck bei eigenem Anwurf zu machen? Wie würdest du das machen? Ich würde safe drauf gehen. Also ich wollte dann schon das nächste Leck sofort gewinnen, um das Spiel auch einfach dann zu gewinnen. Weil selbst wenn du Anwurf hast, heißt es ja nicht hundertprozentig, dass du das Leck auch holst. Ich will es eigentlich gar nicht so weit kommen lassen, dass es bis in die Cider geht. Und versuche dann, oder mein Ziel ist schon, dann das nächste Leck schon zu gewinnen. Felix und Jonas, geht ihr da beide mit, dass ihr sagt, ich möchte jedes Leck eigentlich direkt holen? Oder sagt ihr lieber doch vielleicht ein bisschen einteilen und das ein bisschen, also ein bisschen strategischer anzugehen, ich wollte jetzt nicht unbedingt klüger sagen, aber ein bisschen strategischer anzugehen, wann man seine Kräfte einteilt, weil 100% durchpowern kann keiner die gesamte Zeit. Also vom Grundsatz her versuche ich natürlich auch immer gleich das nächste Leck dann direkt zu holen, aber es gibt Situationen im Match, wo ich weiß, okay, wenn der jetzt keine großartigen Fehler mehr macht, dann kann ich das Leck nicht mehr holen, weil ich davor halt vielleicht zu viel verrissen habe. Da gibt es dann Situationen, wo ich sage, okay, jetzt spiele ich einfach das Leck drunter und versuche wieder meinen Flow zu finden und dann kriegt er das Leck halt und dann greife ich im nächsten wieder an. Aber so, bevor das Leck beginnt, gehe ich immer ans Oki mit der Prämisse, jetzt hole ich mir das halt auch noch, um ihn dann wirklich auch zu brechen. Ja, dem würde ich sehr ähnlich zustimmen. Also ich finde es auch schwierig zu sagen, wie man sich beim Darten seine Kräfte einteilen soll. Also gefühlt ist das, weiß ich nicht, das kommt zufällig bei mir. Und ja, wie gesagt, also wie Felix gesagt hat, das Leck auf jeden Fall starten, um es zu gewinnen, egal wer Anwurf hat. Und dann wird es halt ein bisschen zwiespaltig. Also wenn er gut anfängt, der Gegner bei seinem Anwurf und ich halt schlecht, dann könnte man natürlich sagen, ja okay, könnte man das Leck abhaken und sich aufs nächste konzentrieren, aber auf der anderen Seite sollte man halt auch gut mitspielen, falls er seine Chancen auslässt, also das ist irgendwie schwierig zu sagen. Ich sag mal, was dann auf jeden Fall wichtig ist, Thema Chancen auslassen, dass man die richtigen Akzente setzt. Als bestes Beispiel führe ich da jetzt mal von kurzer Zeit vorher an Ricardos Spiel gegen Adam Gavlas, muss man sagen, wo er quasi bei eigenem Leck, was lässt er aus? Ich glaube ein 15er, aber steht auf 16 Punkte Rest oder irgendwie sowas Vergleichbares, wo du dann die 144 Punkte rausnimmst. Das ist halt ein richtiger Akzent. Und wenn man dann nicht quasi mal mit neuer Kraft da rein startet, die 180 zu schmeißen bei eigenem Leck-Anwurf zum Match, dann hast du deinen Gegner eigentlich schon gebrochen in dem Moment. Also so im übertragenen Sinne natürlich, die Ausnahme bestätigt mal wieder die Regel dann, aber in dem Moment ist es natürlich so. Aber ich sag mal jetzt zum Beispiel, was man sich so ein bisschen bei den Profis abschauen kann, wer welchen Matchplan hat. Ich möchte jetzt gerne mal drei Profis anführen oder drei Situationen. Zum Beispiel ein Phil Taylor hat immer versucht, so wie man es wahrnimmt, die Spiele möglichst schnell über die Bühne zu bringen. Also möglichst schnell durch, möglichst ohne viel Leckverlust, einfach um möglichst schnell durch zu sein, Kräfte zu sparen für weitere Spiele im Turnier dann oder wie auch immer. Also möglichst schnell durch. Bei einem Michael van Gerwen kann ich immer beobachten, der versucht möglichst schnell 4 oder 5 der ersten 5 Lecks zu gewinnen, auch beim World Matchplay. Der versucht immer am Anfang 100% Vollgas zu geben, um dann einen gewissen Abstand von 4 oder 5 Lecks zu seinem Gegner reinzubekommen. Und ist dann aber nicht mehr so, ich möchte jetzt alle Lecks gewinnen, sondern meistens so, dass es im gleichen Abstand quasi weiter plätschert, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber im Schlagabtausch hin und her geht. Also wisst ihr, was ich meine? So ein Phil Taylor hat immer versucht, alle Lecks zu gewinnen und so Michael van Gerwen, der schont sich vielleicht auch ein kleines bisschen, indem er sagt, 4, 5 Lecks Abstand und dann bringt jeder sein Leck weiter durch, deswegen gewinnt er viele Spiele mit 10-5 um den Dreh auf so einer Distanz. Und so ein Peter Wright im WM-Finale gegen den Bully Boy hatte ich so ein bisschen das Gefühl, der sich gesagt hat, am Anfang spiele ich die gesamte Zeit mit, sodass es die ganze Zeit ausgeglichen bleibt, hau am Anfang noch nicht so viel rein, bis es dann 4-4 oder 5-5 in Sätzen stand, weiß gar nicht mehr genau, ob es 4-4 oder 5-5 war, aber die ganze Zeit, dass es relativ ausgeglichen war und hat dann für die letzten 2 Sätze nochmal den Turbo gezündet.
Kennt ihr das von euch selber auch oder könnt ihr bei den Profis solche Gedankengänge oder Matchpläne nachvollziehen? Also im einen Sinne entweder komplett durchpowern, möglichst wenig Lecks abgeben und möglichst schnell durch sein, um Kräfte zu sparen. Am Anfang reinpowern, um einen gewissen Abstand zu haben und das dann quasi im Gleichschritt durchzubringen. Oder die ganze Zeit im Gleichschritt mitgehen und am Ende nochmal den Turbo zünden. Könnt ihr das bei anderen Profis oder bei euch selber auch entdecken, dass ihr schon mal so an Spiele rangegangen seid? Also, da gibt es ja so viele unterschiedliche Charaktere. Also Van Gerwen sehe ich auch so wie du. Also das weiß ich auch, dass das so ist. Der will einfach immer schnell von vorne das Spiel bestimmen. Dann hat er seine Selbstsicherheit und dann ist er auch nicht mehr nervös, wenn er nochmal ein, zwei Lecks abgibt. Aber zum Beispiel finde ich es auch richtig interessant, wenn ich an James Wade denke. Also das haben ja auch schon ganz viele Profis gegenüber ihm gesagt. Die wollen ja sich bei Wade, will sich ja irgendwie jeder absetzen. Weil der einfach so ein Schrecken ist mit seinem Timing. Also solange du mit Wade quasi immer auf einer Augenhöhe spielst und das dich zum Beispiel hochzieht, wie bis zum 8-8 oder so, ist der halt einfach super gefährlich. Weil da kannst du dir halt eine Doppel-10 Rest stellen und der klatscht dir dann aber irgendwie eine 140 um die Ohren und nimmt die dann raus zum Break. Und das ist halt wieder auch so ein Ding. Also der ist, glaube ich, so ein Typ, der will das gar nicht sofort weghaben. Der weiß ganz genau um sein Timing und das weiß der Gegner auch. Und solange der quasi immer auf Augenhöhe spielen, macht das eher den Gegner nervös als so ein James Wade, weil der einfach auf sein Timing vertraut. Wenn ich jetzt an mich selber denke, ganz klar, ich bin auch froh, wenn ich da irgendwie meine Ruhe habe und am Anfang gleich 3-4-0 in Führung gehe, mache ich mir dann auch nicht mehr so einen Kopf. Aber bei mir gab es zum Beispiel auch die Situation in Riesa beim Qualifier, weiß ich noch. Ich glaube, das war gegen Sven Kristoffersen. Da habe ich, glaube ich, 5-0 geführt oder 4-0, ich weiß es gar nicht, 4-0 geführt. Ja, es ging ja nur das 5, ne? 4-0 geführt und bin am Ende dann noch ins Decider gegangen, wo ich dann die 140 zwar rausgenommen habe zum Match, aber das ist ja dann, also es war kein schönes Gefühl. Also ich war eigentlich froh, beim 4-0 habe ich aber auch wahrscheinlich gedacht im Kopf, okay, das Ding, ein Deck werde ich schon noch gewinnen. Und am Ende musste ich dann im Decider. Schwierig. Also ich glaube, für die Konzentration ist es immer besser, wenn das Spiel lange spannend bleibt, weil du einfach im Fokus bleibst. Aber für die Entspanntheit selbst im Körper ist natürlich schön, wenn man schnell früh führt. Aber man muss halt echt aufpassen, dass man das Spiel dann nicht aus der Hand gibt. Ich glaube, es gab auch jetzt gerade beim World Matchplay auch die Situation, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, nicht, dass ich jetzt Senf erzähle, aber ich glaube, da hat Dobi auch irgendwie 8-3 oder so geführt. Und am Ende verliert er das Spiel, glaube ich, auch knapp mit 10-9 oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Aber irgendwie so, der hat aber auch einen richtig hohen Vorsprung gehabt. Und hat es dann auch aus der Hand gegeben, weil er da zwischendurch die Chancen auf Doppel nicht genutzt hat. Ich glaube, wenn er das 9. Leck holt, dann ist er durch. Das holt er aber nicht. Und am Ende gewinnt halt sein Gegner. Ich weiß noch, Ricardo, als wir beide bei den UK Open waren und da hinter der Bühne standen, meinte Max Hopp zu dir, dass du dir deine Kräfte gut einteilen sollst, weil es tendenziell ein langer Tag wird mit mehreren Spielen. Wenn wir jetzt so ein bisschen wegkommen quasi von dem Spiel an sich, wie man sich im Spiel die Kräfte einteilt, wie macht ihr das für einen gesamten Tag? Also wir haben das eben schon mal leicht angeschnitten bei so einem Turniertag, aber Felix, du hast deine European Tour Qualifier nicht nur in Riesa gespielt, sondern auch in Hildesheim mit 8 Turnieren an 3 Tagen. Wie bist du das angegangen? Ja, erst bin ich da total entspannt angegangen. Also habe ich mich total drauf gefreut, ne? So viele Qualifier, so viele Chancen gegen gute Leute zu spielen, jeden Tag, selbst wenn es einen Tag schlecht läuft. Aber am Ende war die Luft schon am ersten Tag raus, weil der Tag schon super lang war. Ich weiß gar nicht, wann ich wieder im Hotel war, 22 Uhr oder so. Und dann nächsten Tag wieder das Ganze nochmal von vorne. Am letzten Tag war ja, glaube ich, sogar noch ein Qualifier mehr, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, wie ich das angegangen habe. Also 2 sogar, siehst du. Ricardo weiß das alles. Ja, also das, man geht da schon mit viel Vorfreude ran. Ja, man geht da schon mit viel Vorfreude ran und man nimmt sich auch sehr viel vor, ne? Aber ich sag mal, gerade wenn es dann irgendwann mal nicht so läuft, dann ist es auch schwierig, das auf die anderen Tage wieder umzumünzen, weil da ist eh die Luft schon raus. Ja? Und vorher lief es vielleicht auch nicht ganz so gut und dann nochmal über einen gesamten Tag, wo, wie Ricardo gerade sagt, sogar noch 2 Turniere mehr sind, wo du noch mehr Konzentration brauchst, noch mehr länger die Waffel anhast, das ist schwierig. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist auch schwierig, sich darauf vorzubereiten. Weil gerade wenn du nebenbei auch noch arbeitest und andere Sachen zu tun hast, da kannst du dich schwer auf so einen Tag vorbereiten, also um da irgendwie 12, 13 Stunden den ganzen Tag Pfeile zu werfen, ne? Schwierig.
Luis und Jonas, wie geht ihr das an? Ich sag mal, bei so einem Development-Tour-Wochenende hast du auch 5 Turniere an 3 Tagen. Und das Ganze, was damit dranhängt, ist ja nicht nur, dass du deine Spiele spielst, sondern du bist vorher in der Halle, wirfst dich warm, hast dann deine Spiele, hast dann wieder Pause, wirfst dich wieder warm, hast dann das nächste Turnier und so weiter. Wie geht ihr das an von der Kräfteeinteilung? Ja, also man kann halt eigentlich nur zwischen, vor und nach den Spielen halt seine Kräfte sparen. Am Practice-Board halt nicht zu viel Konzentration zu verschwenden, etc. Das Wichtige ist halt einmal, dass man ein gutes Gefühl am Practice-Board hat, sage ich mal, vor dem Turnier. Und dann muss man eigentlich nur seinen Arm locker halten am Practice-Board. Da braucht man jetzt nicht die größte Konzentration aufwenden. Aber ja, wie gesagt, im Spiel eigentlich dann jedes Leg voll konzentriert, würde ich sagen. Dann vielleicht abends nicht noch Darten ohne Sinn. Also haben wir auch gemacht zum Beispiel, dann abends noch gespielt, weil man einfach Bock hat. Aber das könnte man zum Beispiel auslassen, wenn einem die Kraft fehlt. Aber ja. Also bei mir war es ähnlich. Es war ja bei mir das erste Mal. Ich bin einfach oft zwischen den Spielen und wenn ich Pause hatte, mal rausgegangen an die Luft und habe auch nicht so allzu viel am Practice Board gestanden. Saß oft einfach nur rum und habe am Handy gespielt zum Teil oder mit Leuten mich unterhalten. Aber es ist nicht so, dass ich da reingehe und sage, ich darf nicht zwischendurch mal ein paar Darts werfen, weil sonst die Kraft weggeht oder so. Aber ähnlich war es auch bei mir. Abends habe ich dann doch nochmal eine Stunde oder so gespielt. Wie Jonas schon sagte, das könnte man vielleicht auch auslassen. Was da das Richtige ist, muss, glaube ich, sowieso am Ende jeder für sich selber entscheiden und da seinen eigenen Weg finden. Da gibt es jetzt auch keinen Masterplan. Trotzdem danke ich euch für diese Einblicke in eure Taktiken und Matchpläne, wie ihr Spiele und Turniere so angeht. Jetzt nochmal ein kleiner Ausblick auf das, was in der Zukunft in den nächsten Tagen und Wochen noch anstehen wird. Felix, du hast das schon mal kurz angeschnitten. Du wirst das Northern Darts Masters spielen. Erzähl uns doch nochmal ein kleines bisschen über das Turnier Ende August. Ja, also das hat eigentlich so mit der Zeit begonnen, wo ich quasi selber richtig aktiv angefangen habe, da zu spielen und immer auf der Suche war nach Turnieren bei mir in der Region. Und da gab es aber auch noch nicht so richtig was. Da gab es noch nicht mal einen Dartverband hier in MV. Und da haben wir zusammen mit einem Kumpel und dessen Vater, der selber auch schon sehr viele Sportveranstaltungen in der Region veranstaltet hat, haben wir uns zusammengetan und haben dann dieses Turnier quasi auf die Beine gestellt. Auch wirklich sehr, sehr groß aufgezogen mit viel Herz, mit einer Bühne, allen Pipapo, mit Leinwand, dass die Zuschauer auch sehen konnten, was quasi wo der Pfeil hingeht. Also wirklich relativ professionell aufgezogen. Damals noch mit 32 Teilnehmern, aber da wussten wir dann ganz schnell nach dem ersten Spiel, dass wir das aufstocken müssen. Aber aufgrund der Lokalitäten dort ist es auch nicht machbar, das auf mehr als 64 Teilnehmer aufzustocken. Ich glaube, dieses Jahr waren jetzt 120 Anmeldungen. Das heißt, über die Hälfte ist da dann schon hinten runtergefallen. Das wurde jetzt alles im Losverfahren quasi ausgelost, wer daran teilnehmen darf. Ich hatte dann zum Glück Glück gehabt, dass ich da gelost wurde. Genau, also 64 Leute gehen da am Start. Hauptsponsor ist Bulls, wenn ich richtig liege. Und ich weiß nicht, Teilnehmer aus der Region. Titelverteidiger ist Ole Blom. Den sagt vielleicht der eine oder andere was aus Hamburg. Der ist ja auch viel auf der Development Tour unterwegs, genau. Ansonsten Halil Kilic, der gewinnt hier in der Region eigentlich quasi so gut wie alles. Er hat auch schon mit Menzo Sujovic zusammengespielt. Der hatte mal kurzzeitig aufgehört, weil der an der Arthritis erkrankt ist. Aber der spielt halt auch, ich sag mal, im Bereich 80 ist er auch unterwegs, also auch ein sehr guter Spieler. Ich denke, der wird 23 auch für Q-School gehen. Genau, das findet da, wie gesagt, im August dann statt. Und da bin ich gespannt. Sehr coole Sache. Ricardo, bei dir steht auch wieder eine relativ volle Woche an, Anfang August. Nimm uns da mal kurz mit rein. Es sind 2 European Tour Qualifier, 3 Players Championship Turniere und 1 World Series Finals Qualifier. Habe ich irgendwas vergessen?
Nö. Und das My Dark Coach Championship. Immer aber mit der Ruhe. Ich weiß, du bist aufgeregt, ich weiß, du freust dich, aber da komme ich gleich noch zu. Hast du, erstmal ganz kurz, hast du dir für die drei Players Championship Turniere, die zwei European Tour Qualifier und das eine World Series Finals Qualifier, hast du dir da Ziele gesetzt, also insbesondere für die Players Championship Turniere nach diesem guten letzten Wochenende? Beim Players Championship, versuche ich halt, wie gesagt, jedes Spiel für mich zu entscheiden. Also drei Siege. Gut, das wären dann 24 Siege, also drei Turniersiege. Wenn ich schaffe, dann wäre es natürlich genial, ist wahrscheinlich noch ein bisschen unrealistisch, aber ja, immerhin immer die erste Runde überstehen, das wäre schon mal ein Anfang. Ja, und also wenn es gut läuft, dreimal zweite Runde wäre das Ziel. Sozusagen, fürs Erste. Und bei den Qualifiern muss ich halt mal schauen, ne? Da wäre mal schön, wenn ich mich für ein European Tour Turnier qualifiziere und für die World Series Finals, naja, ich sag mal so, wäre schön, aber muss nicht unbedingt sein, sagen wir so. Es wäre, glaube ich, auch, wären, glaube ich, erstmal auch zwei Schritte übersprungen, ohne European Tour Quali bis jetzt direkt zu den World Series Finals zu springen. Aber ich glaube, natürlich wäre es schön, dich auch auf der European Tour Bühne wieder einmal sehen zu dürfen. Das erste Mal ist halt dann auch durch einen Tourcard Qualifier. Ich sag mal, am letzten Wochenende, haben wir gar nicht angesprochen, warst du ganz schön knapp dran, hättest es fast geschafft. Es stand 4-4 im entscheidenden Spiel gegen Martin Lukman. Ja. Was du leider verloren hast, da hattest du schon fast die Möglichkeit. Ich sag mal, wir hauen jetzt mal jetzt hier im Podcast raus, Ricardo, wir warten nicht mehr allzu lange auf deine erste Qualifikation für die European Tour als Tourkarteninhaber. Ich werde mein Bestes geben. Straf mich nicht schon wieder lügen. Und ansonsten, zweite Runde jeweils erreichen bei dem Players Championship ist, glaube ich, ist ein gutes Ziel, was du dir gesetzt hast. Und dann werden wir mal schauen, wie weit das so geht. Und wie weit du deine Ziele da erreichen wirst. Aber danke dir auf jeden Fall da auch für diesen Einblick. Und nun, da Ricardo ja schon das eben angeschnitten hat, natürlich noch die My Dart Coach Championship Anfang August. Habt ihr Bock? Ja. Klar. Ah, sehr gut. Felix, es war etwas verzögert, aber klasse. Schön, dass ich hier wenigstens... einer noch erbarmt hat und ein Ja in die Runde gerufen hat. Ich weiß doch, wie ihr alle Bock habt. Ihr könnt das nur nicht so nach außen zeigen. Ihr freut euch mehr nach innen. Wir freuen uns auf jeden Fall mit euch, den Hörern des Podcastes, Zeit verbringen zu dürfen bei der My Dart Coach Championship am 13. August. Wie gesagt, so gute 20 Plätze sind noch frei. Meldet euch jetzt an. Link dazu findet ihr bei uns auf der Website. Ansonsten danke ich fürs Zuhören. Danke euch, dass ihr euren Senf hier dazugegeben habt und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder einmal. Macht's gut, bis dann. Ciao. 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 Tschüssi. Das war Behind the Board, der My Dart Coach Spieler Podcast. Die Zeit bis zur nächsten Folge nutzt du am besten beim Trainieren mit der My Dart Coach App.